Wer in Afrika reist, muss sich auf lange, staubige Wege einstellen. Wir sind im Osten Afrikas unterwegs und wollen ins Rift Valley. Unser Ziel ist der Vulkan Oldoino Lengai im Herzen des Maasai-Landes von Tansania. Das Rift Valley ist ein 6000 Kilometer langer Grabenbruch, an dem sich in einigen Millionen Jahren ein Teil Afrikas abspalten wird. Die gewaltigen Erdverschiebungen schaffen Risse und Spalten im Untergrund, durch das Magma aus dem Erdinneren aufsteigen kann. So gibt es im Rift Valley zahlreiche Vulkane. Die Steppe unweit der Serengeti ist Maasai-Land. Unzählige Bomas verbergen sich hinter dem Buschwerk. Wir schlagen unser Lager in Sichtweite des Vulkans auf. Unser kleines Team ist autark und hat alles dabei, was es zum Leben benötigt. Schnell besuchen uns einige neugierige Maasai. Unser Führer William rekrutiert einige Einheimische als Träger für den geplanten Vulkanaufstieg. Den Maasai hier geht es zurzeit schlecht. Das Land ist von den Vulkanausbrüchen der jüngsten Zeit gezeichnet. Einige Dörfer und Viehweiden sind unter Asche begraben. Das Trinkwasser aus dem Fluss war zeitweise ungenießbar. Ich bin zum Oldoino Lengai gekommen, um die Auswirkungen der starken Ascheeruption, die es in den letzten Monaten gegeben hat, zu studieren. Normal ist Lengai effusiv tätig, also sehr ruhig tätig. Das hat sich aber geändert, was so in Zyklen von 20 Jahren immer wieder mal passiert. Das Hauptproblem ist hier für die Maasai, die um den Berg leben, dass das Gras, wo die Rinder drauf weiden, verseucht ist. So haben viele Maasai die Gegend hier verlassen müssen, sind mit ihren Herden viele, viele Kilometer weit gewandert und müssen abwarten, bis sich diese Auswirkungen wiedergelegt haben. Der Oldoino Lengai ist Wohnsitz des Maasai-Gottes Engai. Um ihn gnädig zu stimmen, halten die Maasai eine Opferzeremonie ab. Tanzend ziehen die Maasai zu einem Nebenkrater des Vulkans und opfern ihrem Gott etwas Milch. In vielen Mythen, Legenden und Religionen wohnen die Götter in den Feuerbergen. Zu unerklärlich und gewaltig scheinen die Phänomene des Vulkanismus, als dass sie einfach mit natürlichen Prozessen zu erklären wären. Trotz der Opfergaben bleibt der Vulkan unberechenbar und Engai ist nicht immer gnädig. Bei der letzten Expedition vor einem Jahr, da war der Vulkan noch effusiv tätig, also Lava ist ausgeflossen, hat es einen Unfall gegeben. Ein Maasai ist in diese Lava eingebrochen und hat sich schwere Verbrennungen zugezogen. Sehr tragischer Unfall. Der Maasai hat das zwar überlebt, aber natürlich große Verletzungen davongetragen. Fast jedes Jahr kommt es am Lengai zu schweren Unfällen. In den letzten Jahrzehnten beschränkte sich die Tätigkeit des Vulkans auf das Ausfließen kleiner Lavaströme im Krater. Viele unterschätzten daher das Risiko einer Vulkanbesteigung und die Gefahren eines längeren Aufenthaltes im Krater. Nachts beginnen wir mit dem Aufstieg zum Gipfel des Oldoino Lengai. Die Ausbrüche der vergangenen Monate haben die alte Route auf den Berg unpassierbar gemacht und wir versuchen eine neue Strecke. Sie führt uns fast 2000 Höhenmeter hinauf, entlang eines steilen Bergrückens. Asche erstickte auch hier die Vegetation und sorgt für einen rutschigen Untergrund. Unsere Maasai-Träger klettern hier barfuß. Sie schaffen Zelte, Wasser und Proviant für 3 Tage auf den Berg. Sie leisten Unvorstellbares. Auch wir tragen schwer und der Aufstieg ist alles andere als ein Spaziergang. Nach 7 anstrengenden Stunden erreichen wir den Krater. Das Lager errichten wir im inaktiven Südostkrater. Chris bestieg den Lengai bereits 15 Mal und weiß, wie sehr sich die Landschaft hier in den letzten Monaten verändert hat. Durch die starken Ascheeruptionen hat sich hier die Landschaft dramatisch verändert. Hier war einst Vegetation, also Gras und Buschland, beziehungsweise Sträucher. Und jetzt ist nichts anderes als eine Mondlandschaft hier zu sehen. Wir sitzen hier an einem Einschlagkrater. Man sieht am Größenvergleich des Hammers oder jetzt auch an mir, was hier für große vulkanische Bomben eingeschlagen sind. Die haben also große Löcher hinterlassen.
Die Veränderungen beziehen sich nicht nur auf den inaktiven Krater. Auf dem Weg hinauf zum Gipfel untersucht Chris die Lavabrocken, die hier den ganzen Boden bedecken. Sie deuten darauf hin, dass sich die Lavaart, die der Lengai nun fördert, geändert hat. Beschränkte sich seine Tätigkeit bisher auf den Ausfluss kleiner Lavaströme, wurden diese Brocken durch gewaltige Explosionen transportiert. Auf den drei Bildern kann man gut erkennen, wie sich der Lengai-Krater in den letzten 10 Jahren verändert hat. Das ist von oben 1998, wo es noch eine flache Schüssel war, eine flache Ebene, bis unten 2007, wo sie schon in der Mitte starke Spitzen ausgebildet haben. Das ist allerdings nichts im Vergleich zu den letzten Monaten. Da hat die Veränderung also hier richtig gravierend zugeschlagen. Und zwar ist in der Mitte ja nun durch den Auswurf von Lockerstoffen ein großer Kraterkegel entstanden. Chris besteigt den neuen Krater, um ihn mit seinem GPS-Gerät zu vermessen. Ein gefährliches Unterfangen, denn mit einem Ausbruch ist jederzeit zu rechnen. Der neue Krater hat einen Durchmesser von 280 Metern und ist ca. 150 Meter tief. An seinem Grund dampfen 2 Förderschlote. Der Dampf entweicht mit so viel Druck, dass er Lärm wie ein startender Düsenjet verursacht. Kurz nachdem wir den Kraterrand verlassen haben, steigt vermehrt Asche und Dampf auf. Bei den Ausbrüchen vor 2 Monaten stieg die Asche bis zu 15 Kilometer hoch und gefährdete den Flugverkehr. Die Veränderungen am Oldoinyo-Lengai beschränken sich nicht nur auf den Krater. Die vulkanische Asche lagerte sich auf der Vulkanflanke mit der alten Aufstiegsroute ab und machte diese unpassierbar. Sogar auf der Riftkante und der anschließenden Serengeti liegt die Savanne unter Asche begraben. Der direkte Vergleich mit Aufnahmen aus dem Jahr 2006 zeigt die Veränderungen noch deutlicher. Wo heute der Kraterkegel ist, war noch vor einem Jahr eine Plattform mit schornsteinähnlichen Gebilden. Diese Lavatürme werden Hornitos genannt. Aus ihnen quollen Lavaströme. Seit dem letzten großen Ausbruch 1966 galt der Lengai als der kälteste Vulkan der Welt. Aus den Hornitos spie er eine besondere Lavaart, deren Hauptbestandteil nicht Silizium, sondern ein Carbonat war. Mit einer Temperatur von 500 bis 600 Grad war das sogenannte Natriumcarbonatit nur halb so heiß wie normale Lava. Die Lava war so kühl, dass sie praktisch nicht glühte, sondern wie schwarzer Schlamm aussah. Unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit oxidierte die schwarze Lava innerhalb weniger Tage zu einem weißen Pulver. Frühe Forschungsreisende berichteten von einem schneebedeckten Gipfel und später fälschlich von einem Schlammvulkan. Die Hornitos waren nicht stabil. Oft durchbrach die Lava ihre Wände, die Türme stürzten ein und gaben den Blick auf die Lava frei, die in ihnen brodelte. Die Aktivität der natriumcarbonatischen Lava schwankte stark und veränderte sich schnell. Phasenweise stieg ihr Pegel dramatisch an und fiel genauso plötzlich wieder ab. Wurde der Gasdruck zu hoch, drohten Explosionen und plötzlich auftretende Lavafontänen. Die Entstehung dieser einzigartigen Lavaart ist noch nicht völlig erforscht. Vermutlich reift sie über lange Zeiträume in der Magmakammer heran. Einige der Minerale, aus denen das Carbonat besteht, sind seltener als Diamanten. Bei der aktuellen Eruptionsphase ist vermutlich ein silikatisches Magma schnell aufgestiegen und hat Teile des carbonatischen Materials mit hochgerissen. Die Hornitos konnten auch seitlich aufplatzen und die Lava in kleinen Schüben fördern. Wo noch wenige Stunden zuvor ein kleiner Lavasee brodelte, bildeten sich schnell kleine Kegel, die zu Hornitos heranwuchsen. Innerhalb weniger Wochen änderte der Lengai so sein Gesicht. Nach dem letzten großen Ausbruch im Jahre 1966 verfüllte sich der Krater, der nach den Explosionen übrig blieb.
20 Jahre dauerte es, bis sich der Krater so weit auffüllte, dass man seinen Boden erreichte. Es entstand die Plattform mit ihren Hornitos, die bei den jüngsten Ausbrüchen wieder zerstört wurde. Doch unten im Krater kocht bereits wieder die kälteste Lava der Welt. Es ist nur eine Frage der Zeit, bis er sich erneut verfüllen wird. Ein neuer Zyklus im Leben dieses einzigartigen Vulkans hat begonnen.